So. Oder? Ich sag das jetzt einfach, ja. So, bei der nächsten Gabelung muss ich links. Ich hoffe, die Karte stimmt auch, wo ich hier habe. Also hier ist die Brücke. Ja, gut. So, bei der nächsten Gabelung links. Okay, gegen 3 werde ich nicht wieder bestehen können. Obwohl ich ja jetzt eine Rüstung habe. Muhaha. Noch eine Brücke, die ist aber nicht eingezeichnet. Die ist nicht eingezeichnet, meine Freunde. Ich bin ein wenig verwirrt. Ich laufe jetzt einfach mal da entlang. Und hoffe, dass ich irgendeinen Anhaltspunkt bekomme. Ach, hier ist die Truhe. Wo ich nicht öffnen kann ohne Dietrich. Ich glaube, wir laufen richtig. Oder doch nicht? Jetzt laufen wir wieder hoch. Natürlich alles mitgenommen. Ich bin jetzt auch ein Schubler. Ich bin jetzt auch ein wenig. Oh. Ein wenig ruhiger, weil ich mich konzentriere. Was aber wahrscheinlich gar nichts bringen wird. Ich werde mich trotzdem verlaufen. Ich habe übrigens im echten Leben auch so einen miesen Orientierungssinn. Da oben ist zwar ein Weg, aber der wird uns nichts bringen, würde ich sagen. Oder doch? Auf jeden Fall bringt er uns ein bisschen Serifas, oder wie das ist. Was ist das? Ja. Okay, ich fang wieder an, schlecht zu reden. Steinwurzel, und das sind Goblins. Ich glaube, Goblins packe ich noch nicht alleine. Vor allem nicht so viele. Und was das da hinten ist, will ich gar nicht wissen. Also ich drehe lieber mal um. Ach ja, so. Das funktioniert ja wunderbar mit der Karte. So. Jetzt habe ich mich total verlaufen. Ich laufe jetzt einfach mal den Weg entlang. Oh. Sind wir ja sehr weit gekommen, meine Freunde. Ach ja. Also. Nochmal von vorne. Aber links rum stimmt. Und dann müsste da irgendwo eine. Müsste so einen Bogen machen. Und dann müsste ich irgendwo scharf nach rechts. Über eine Brücke. Das ist ja hier. Diese Brücke ist hier. Genau. Und dann muss ich geradeaus. Und dann irgendwann wieder rechts. Ah! Jetzt zieh deine Waffe. Hilfe, Leute, Hilfe! Ich kann mich vor den Viechern nicht verteidigen. Ach, Manu. Gut, dass ich gespeichert habe.
Ach. Mist. Ja, komm her. Aber irgendwie kam es mir vor, als ob ich das letzte Mal besser hingekriegt hätte. So, wo waren wir jetzt? Hier lang. Ach ja. So, ohne Mordrak ist der Weg doch ein wenig schwieriger. Leider, leider. Aber wir werden schon irgendwie ins alte Lager kommen. Und da war wieder ein Sternschnüppchen. Wäre doch gelacht, wenn wir nicht ins alte Lager kommen. So, hier ist wieder die Brücke von dem Fluss mit dem... Und da sind wieder... Diese Viecher, die sind einfach zu stark für mich. Beziehungsweise... Oh. Ach, das sind ja die... drei Vögeleien. Ich merke schon, wie meine Nase etwas wieder verstopft und ich etwas geschwollener reden muss. So, und diesmal speichere ich aber hier. Falls wieder so ein Summ-Summ-Bienchen kommt, das uns böse, böse wehtut, dass ich hier nicht jedes Mal wieder den Weg laufen muss. So, ich höre noch kein Summ. So, wie war das jetzt nach der Brücke? Rechts rum. Ich glaube, das stimmt schon. Es muss stimmen. Aber es tut's nicht, glaube ich. Denn da geht's ziemlich bergab. Und da ist wieder die Brücke. Mist. Mann, die Karte ist für ein... Was ist das? Was es auch ist, es sieht stärker aus als ich. Wenn ich den Weg wissen würde auswendig, dann könnte ich rennen. Bah! Ja. Greifst du mich an? Nö, gut. Folgst du mir? Ich hab doch Summen gehört. So, laufen wir mal den Weg hier entlang. Und hoffen, dass uns die Biene nicht verfolgt. Ich hoffe, das ist kein so ein fleißiges Bienchen. Ich sag ja, nachts hier irgendwie rumzuwandern, ohne den Weg wirklich zu kennen, ist ein wenig, ja, leichtsinnig, würde ich sagen. Aber hier ist ein Dörfchen oder sowas. Was könnte das sein? Das könnte, das könnte Kavalorn oder sowas sein. Zumindest steht da was. Ich speichere mal. Ja, ja, ich nerv euch sicherlich. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie lange ich schon aufnehme. So, jetzt stecke ich mal die Waffe weg, weil das sieht ja... War da was zum Aufnehmen? Oh ja. Lecker Waldbeeren. Hoppla. So. Hier müsste es Bögen oder sowas geben. Ich weiß es nicht. Seht ihr? Da ist Kavalor. Hallo. Was machst du hier draußen? Ich bin Jäger. Ich jage vor allem Scavenger. Dann kannst du mir doch bestimmt was beibringen. Aber ich habe jetzt schon alle meine Lernpunkte verbraten, Mist. Woher bekomme ich einen Bogen? Von mir. Ich verkaufe die besten Bögen des alten Lagers. Altes Lager. Das klingt, als ob wir nahe dran wären. Apfel. Lecker.
Ich lieb ja... Jetzt können wir auch gleich mal die Spitzhacke ausprobieren. Ob das wirklich etwas besser funktioniert. Was hast du mit der Waffe? Oh ja. Das funktioniert doch bestens. Na, der Tipp im Internet war Gold wert. So. Der war Gold wert. So, und wenn das jetzt Scavenger ist, wie hieß der doch mal? Gavalorn. Genau, Gavalorn. Oder Zavalorn oder irgendwie sowas. Dann müsste ich ja jetzt bald im alten Lager sein. Wobei ich jetzt gerade nicht mehr weiß, von wo wir kamen. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Die Karte hilft doch ein klein wenig. Auch wenn es nicht viel ist. Das sieht doch... Das sieht aus wie das alte Lager. Haha! Jetzt bleiben wir aber auf dem Weg. Was ist das hier? Das könnte 26 sein. Broken Tower. Verschwinde hier lieber. Hinter dieser Barrikade beginnt das Orkgebiet. Ist das gefährlich? Sagen wir es mal so. Da dich die Orks sowieso in Fetzen reißen werden, kannst du uns auch genauso gut all dein Erz geben. Ja, das zweite ist eh das Beste. Na klar, hier ist mein Erz. Nein, dann drehe ich lieber um. Ist wohl besser, wenn ich wieder umdrehe. Schade. Hätte dein Erz gerne verwahrt. Ja, ich deins übrigens auch. So. Dann sind wir also hier bei 25. Also ich rede jetzt gerade mit mir selber und der Karte. Dann muss ich hier wieder zurück. Ach ja. Ich hätte keinen Stopp bei Zavalorn oder Kavalorn machen sollen. Der ist da unten, oder? Ach, ich verwechsel das immer. Oder ist das der Broken Tower? Ach, ich laufe jetzt einfach mal den Weg entlang. Aber das ist doch das alte Lager. So, mit dem Turm da und der Burg. Da muss doch hier auch der Eingang sein. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, das sieht eingangmäßig aus. Ich hoffe, ich komme da auch wieder rein mit meinen Schürferklamotten. Speicher. Ich bin so speichergeil. Ihr habt bestimmt jetzt meine Tastatur gehört. Tut mir leid. Ach ja. Home sweet home. So. Reden wir mal mit dem hier. Denn eigentlich sollten wir ja... Ach nee, können wir ja gar nicht. Weil der Pen... Halt! Was ist? Du darfst nicht in die Burg. Hau ab! Ja. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Ich war schon lange nicht mehr im alten Lager. Muss ich gestehen. Gut, dass ich dich treffe, mein Freund. Wie sieht's mit deiner täglichen Unterstützung aus? Deine 10 Erz sind wieder mal fällig. Ja, gut. Ich muss ja zahlen. Denn sonst verprügelt er mich. Und das tut weh. Hier, nimm. 10 Erz sind nicht viel unter Freunden. Genauso sehe ich das auch. Naja. Wir sehen uns. Mach dir keine Sorgen, während du hier im Lager bist. Wir passen auf dich auf. Ja, den Fehler werde ich bereuen. Genauso wie den, dass ich das Wasser verteilt habe. Verdammte Biberkacke. Naja, jetzt gehen wir erstmal zu unserem kleinen schnuckeligen Bettchen. Und tun da wieder ganz frecherweise da durchlaufen. Wie oft habe ich euch Pennern gesagt? Rennt nicht durch meine Hütte! Ich mach das einfach gern, den zu ärgern. Ich glaube, eines Tages bringe ich ihn um. Dann kann er sich auch nicht immer so aufregen.
ich weiß, ich bin fies, aber mein Gott. Einer muss es ja sein. Und wenn es ich nicht bin, dann ist es jemand anderes und der meint es vielleicht noch böser mit ihm. Bloß muss ich jetzt unsere Hütte finden. Das Problem hatte ich ja jetzt schon öfter. Dass ich mir hier einfach keinen Weg merken kann. Aber ich weiß, es war hier irgendwo bei der Schmiede. Hoffe ich. Denke ich. Leitern können wir jetzt ja Gott sei Dank erklimmen. Auch wenn die sich wieder widerspenstig zeigt. Haha! So. Alles belegt? Alles belegt? Wo ist unsere Hütte? Unsere Hütte? Ich dachte, unsere Hütte wäre hier oben. Nee, auch nicht. Hä? Nö? Oder hat sich unsere Hütte jemand unter den Nagel gerissen? Oh, das sieht nach unserer Hütte aus. Und da ist auch Schinken. Hm, lecker Schinken. Oh, Schinken. Und die Truhe ist immer noch leer. Schade. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, ich schlafe mal eine Runde. Bis zum nächsten Morgen. Und dann beende ich auch mal die Folge. Sonst wird es ein bisschen zu langatmig und meine Nase verstopft immer mehr. So. Gute Nacht. Ja. So. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Und lieber Gorn LP, falls du mich hier hörst, danke für deine vielen Tipps und bitte, bitte gib mir noch viel mehr Tipps. Vor allem, wie ich den komischen Typ da mit dem Duellen da besiegen kann. Denn bei dem beiß ich mir ja noch ein wenig die Zähne aus. Und meine Nase wird immer zuer, also ganz schnell tschüss, tschüss.